In dieser Stadt lebte nun ganz allein in einem der allerwunderlichsten Häuser nahe an der Stadtmauer ein alter Mann namens Zuckermann. Herr Zuckermann. Der alte Zuckermann. Ja, bei dem ist's nicht geheuer, wie man so sagt. Das habe ich auch gehört, verehrte Nachbarin. Mit dunklen Mächten soll er im Bunde sein, dieser Herr Zuckermann. Genau, genau. Und bestimmt ist es auch so. Ich hege daran jedenfalls keinerlei Zweifel. Wir auch nicht. Nein, keineswegs. Bestimmt nicht. Über diesen Mann, da wurden die sonderbarsten Gerüchte verbreitet. Man hielt ihn allgemein für einen Hexenmeister. Es geht die Sage, dass er besser hexen könne als nur irgendeiner im ganzen Lande. Oh. Ja, vor Zeiten, so erzählt man sich, sei ein fremder Mann in einer vergoldeten Kutsche in die Stadt gekommen. Davon habe ich auch gehört. Hm? Es soll dem Vernehmen nach ein Graf gewesen sein. Ja, genau, ein Graf. Im Goldenen Löwen hat er damals die allerbesten Zimmer bewohnt. Oh. Der ist angeblich eigens wegen des Herrn Zuckermann hergekommen, um von ihm das Hexen zu lernen. Das kann ich mir denken. Für einen großen Beutel voll Gold, wie man sagt. Ui. Manche beharren darauf, es sei sogar ein Scheffelsack voll spanischer Golddublonen gewesen. Golddublonen? Mhm. Ja. Andere aber meinen, nur eine Geldkatze voll sei es gewesen. Ach, wie sie die Viehhändler um den Leib tragen. Och. Also wie auch immer, für eine ganze Menge Geld also hat sich der Herr Zuckermann bereit finden lassen, den Fremden seine Künste zu lehren. Na gut, es gilt also. Oh, da haben sie dann tagelang in dem alten Haus des Herrn Zuckermann die Köpfe zusammengesteckt. Und wer dort vorbeigekommen ist, der hat allerlei wunderliches Rumoren und Maunzen und näselndes Gesinge von da drinnen hervortönen hören. Zuweilen soll gar eine veilchenfarbige Rauchfahne aus dem krummen Schornstein aufgestiegen sein. Und dann hat es in der ganzen Gegend nach Narzissen und Hyazinthen geduftet, obwohl es mitten im Winter gewesen ist, wie man sich erzählt. Wie sonderbar. Ich sag's ja, im Haus des Herrn Zuckermann, da ist es nicht geheuer. Es spricht jedenfalls viel dafür. Ja. Eines Abends hat das ganze Haus von innen heraus in einem roten Schein gestanden, sodass man gedacht hatte, es brenne lichterloh. Die Leute, die hinzugelaufen sind, haben aber durch die Fenster mitten in der dunkelroten Glut Herrn Zuckermann und den Fremden als zwei feurige Gestalten sitzen und brennenden Punsch trinken sehen, worüber sie sich über die Maßen entsetzt haben. Was wohl nur zu verständlich sein sollte. Unbedingt. Nun weiß ich nichts mehr, was ich euch lehren könnte. Aha. Ihr habt nun ausgelernt, Herr Graf. Ist das so? So ist es. Habt ihr mich auch wirklich alles gelehrt, was es zu lernen gilt? Das habe ich. Wie könnt ihr es wagen, dies in Frage zu stellen? Aus Erfahrung. Aber ich will euch natürlich glauben, dass ihr die Wahrheit sprecht. Das tue ich. Dann ist es ja gut. Dennoch. Was habt ihr vor? Oh. Wonach sieht es denn aus? Nein, nicht doch! Nachdem ihr mich alles gelehrt habt, werde ich euch aus der Welt schaffen. Oh. Das sollte nachvollziehbar sein, denn nur ich allein soll der beste Hexenmeister im Lande sein. Hm. Tut mir leid! Fahrt zur Hölle, Herr Zuckermann! Benötigt ihr die beiden Kugeln noch? Verzeih, bitte, hier sind sie. Ihr lebt? Natürlich lebe ich. Dies eine Kunststück hatte ich mir vorbehalten, Herr Graf. Zum Teufel, das ging gründlich schief. Dieser Graf ist in großem Zorn in den Gasthof zum Goldenen Löwen gelaufen, hat dort sogleich anspannen lassen und ist davongefahren. Ach, glaubwürdige Leute wissen zu berichten,
Er sei aus allen vier Toren der Stadt gleichzeitig davon gejagt. So was? Ja, aber an allen vier Toren hat zur selben Zeit auch der Herr Zuckermann gestanden und sich spöttisch vor der vorüberfahrenden Kutsche verbeugt. Oh. Schneller! Kutscher! Du fahrst schneller! Ich bin zwei gute Reise, der Graf! Und vergesst mich nicht! Solcherlei Geschichten und noch vieles andere erzählt man sich. Und allgemein hegt man hier am Ort solche Furcht und Scheu vor dem Herrn Zuckermann, dass selbst die kecksten Gassenjungen nicht wagen, ihm nachzuspotten, obgleich ihnen dies bei dem verwunderlichen Aufzug, in dem er sich auf den Straßen sehen lässt, schwer genug werden möchte.